Schönen guten Abend, ich begrüße euch zu einer anderen Folge. Und zwar male ich heute Abend eine Figur aus dem historischen Frankreich, Marquis de Sade. Der Mann hat gelebt von 1740 bis 1814, also zur Zeit der Französischen Revolution. Und er hat einen Großteil seines Lebens im Gefängnis verbracht und von dort aus seine wichtigsten Werke geschrieben, die viele Menschen inspiriert haben. Ich persönlich bin jetzt nicht unbedingt von ihm beeinflusst, aber es handelt sich ja um meine Auftragsarbeit. Ich habe ja meine Aufträge erläutert in den letzten Folgen und da tauchen dann natürlich immer mal wieder Figuren auf, die vielleicht mir persönlich nicht ganz so wichtig sind oder die ich vielleicht teilweise nicht kenne. Trotzdem, und das ist mir nochmal wichtig zu sagen, male ich diese Aufträge so, dass sie auch in meinen Ideenkosmos super reinpassen und dass das absolut authentische Kunstwerke sind, auch wenn ich nicht zu jeder einzelnen Figur da drin einen Bezug habe dann. Genau, die Darstellung von Marquis de Sade, also was für mich natürlich ganz spannend ist, dass ich in meinen Bildern immer so Figuren aus unterschiedlichen Epochen und aus ganz vielen unterschiedlichen Zeiten kombiniere, also einige, die futuristisch anmuten, einige, die aus der Vergangenheit kommen, und deswegen ist auch der Marquis de Sade unheimlich interessant für mich. Ich habe da mal ein bisschen gesucht, was gibt es überhaupt für Darstellungen von dem. Also die historischen Maler haben den teilweise porträtiert zwar, aber ich habe jetzt nicht so richtig viele Darstellungen von ihm selber gefunden. Und ja, dann habe ich ein bisschen weitergesucht und interessanterweise aus diesem Computerspiel Assassin's Creed, was ich selbst zwar nicht spiele, aber sehr faszinierend finde, also besonders diese Teile des Computerspiels, die sich im historischen Frankreich abspielen. Ich habe mir da die Trailer angeguckt und das ist schon absolut abgefahren und künstlerisch sehr wertvoll. Und deswegen ist es mir auch eine große Ehre, bei diesem Computerspiel mal ein bisschen abzugucken, wie der Marquis de Sade ausgesehen haben könnte. Und da habe ich mich ein bisschen dran orientiert, so an seiner Kleidung und an seiner Haltung und so weiter. Und ja, das ist so das Wesentliche, was in dieser Folge passiert. Ich wünsche euch viel Spaß mit meiner Darstellung von Marquis de Sade. Thank you.